Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wo feiern Informatiker? Auf der Festplatte. Schöpfung der Spinne. Gott, mach 8 Beine. Etwas viel, aber okay. Und 8 Augen. Okay, du musst dich beruhigen. Gib mir den Arschseil. Fly sein ist das Jugendwort des Jahres. Das ergab eine Umfrage unter 100 Japanern in deutschen Jugendgefängnissen. Liege auf der Couch und kriege von Google Maps eine Push-Up-Nachricht. Wenig Verkehr. Danke, Google Maps. Reib's mir noch unter die Nase. Da will man Toblerone kaufen und die Kassiererin schiebt es einfach in das Fach für die Warentrenner. Herr Ober, ich hätte gerne das, was der am Tisch nebenan hat. Eine Freundin? Alles, was ich über Sarah und Pietro Lombardi weiß, habe ich gegen meinen Willen erfahren. Ich möchte heute kein Teenager mehr sein. Die Vorstellung, erstmal 300 Selfies von ihr liken zu müssen, bevor wir bumsen, macht mich echt mürbe. Ein gut aussehender Mann geht in eine Bar. Am anderen Ende des Tresen sitzt eine sehr attraktive Frau und beobachtet ihn, wie er alle Nasen lang auf seine teure, dicke Armbanduhr schaut. Da er ihr gefällt, geht sie rüber und fragt: Na, hat sich ihre Verabredung verspätet? Nein, nein, meinte er. Das ist eine ganz besondere Uhr. Die kann per Telepathie mit mir sprechen. Ach ja? Und was erzählt die Uhr Ihnen so? Sie hat mir gerade gesagt, dass Sie keine Unterwäsche tragen. Die Frau wird ein wenig rot. Ach, natürlich habe ich Unterwäsche an. Die Uhr muss kaputt sein. Nee, kaputt ist sie jetzt bestimmt nicht, aber es kann sein, dass sie vorgeht. Zwei Freundinnen unterhalten sich. Gestern bin ich endlich mal wieder nach allen Regeln der Kunst vernascht worden. So? Von wem denn? Das sage ich niemandem, schon gar nicht seiner Frau. Die Bevölkerung in Deutschland beträgt 80 Millionen Menschen. Davon sind 20,5 Millionen Rentner. Es bleiben also noch 59,5 Millionen, um die ganze Arbeit zu machen. Zieht man noch 22 Millionen Kinder, Schüler und Studenten ab, bleiben noch 37,5 Millionen, um die ganze Arbeit zu machen. Dann sind da aber noch 4 Millionen Arbeitslose, 16 Millionen Beamte, die eh kaum arbeiten, sowie 14 Millionen Hausfrauen bzw. Mütter. Bleiben also noch 3,5 Millionen Menschen übrig, um die ganze Arbeit zu machen. 300.000 befinden sich beim Militär, 1,7 Millionen sind im Krankenstand, weitere 1,4 Millionen sind im Urlaub, 40.000 sind Penner und 59.998 sind im Knast. Somit bleiben nur noch wir zwei übrig, um die ganze Arbeit zu erledigen. Du und ich. Was tust du? Sitzt da rum und guckst dieses Video. Kein Wunder, dass ich so überlastet bin. Wir können bei der Bank ja auch mehrere Kontos eröffnen. Konten. Warum? Können wir das jetzt nicht mehr? Das ist akkurat. Ali, 24, hat jetzt auch E-Bikes im Sortiment. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Und wenn du gerade neu hier bist, abonnier doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche.